Als letztes möchte ich Tolga Öztürk von der Fraktion der Piraten das Wort erteilen. Als erstes möchte ich mich bei Sven Platter bedanken für seine Rede, denn er hat vieles, was die in ihrem Änderungsantrag stehen haben, gar nicht aufgezählt oder falsch aufgezählt. Er hat gesagt, ja, die Schülerinnen und Schüler sollen entscheiden dürfen, ob sie das überhaupt machen wollen oder nicht. Im Änderungsantrag steht aber, die Schule darf entscheiden, ob das gemacht wird oder nicht. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? So, das ist schon mal was anderes. Später, was steht da noch drin? Das soll für den Politik- und Sovi-Unterricht ersetzt werden. Ja, was passiert mit den Schülerinnen und Schülern, die kein Sovi- oder Politikunterricht haben? Und warum soll dann überhaupt Sovi- oder Politikunterricht ausfallen? Verstehe ich auch nicht. Ja. Und das soll in der 10., 11. oder 9. stattfinden, was wir als Piratenfraktion nicht wollen. Aber das ist ja jedem selbst überlassen, was man denkt. Später kommen wir zu der CDU. Sie meinen, das Geld, was NRW hat, reicht nicht aus. Darum müssen wir anderen Trägerschaften oder, wie hieß das nochmal, mit den 250.000 Euro, das wird zu 100% garantiert. Ihr seid ja auch dafür zuständig, was ich eher nicht so finde, weil ihr seid ja nicht von denen, die das überhaupt garantieren können. Was passiert, wenn das abgelehnt wird? Aber ihr garantiert es einfach, weil das ist euch selbst überlassen. Und man soll einfach Bundesfördermittelgelder nehmen. Oder zum Beispiel Privatgelder einfach, vielleicht von der CDU, irgendein Abgeordneter, der das einfach spendet und sagt, ja, ein Experte von der CDU wäre auch da. Und das sind ja, die Schülerinnen und Schüler sind ja Rekruten, die ihr dann für eure Partei noch bestimmen könnt. Ich möchte mich aber bei den Grünen bedanken. Ich finde euer Konzept eigentlich sehr gut, so wie bei der SPD und bei uns natürlich auch. Ich finde, diese drei Parteien, die haben ein Konzept entwickelt, das man übernehmen kann, nicht muss. Das entscheiden wir ja alle zusammen gleich. Aber wir haben zusammen versucht, unsere Wünsche, unsere Erwartungen zu vereinen. Was ihr wart ja bei den Ausschüssen, in allen Ausschüssen so, dass ihr gar nicht auf unsere Meinung eingehen wolltet. Ihr seid ja die starke CDU-Partei und die, wisst ihr was, ich habe auch keine Lust, noch mehr darüber zu reden. Das war's von mir. Herr Abgeordneter, bitte bleiben Sie am Rednerpult. Wir haben noch eine Kurzintervention von Sven Plater von der Fraktion der FDP. Ich möchte an dieser Stelle kurz darauf eingehen, was du zu unserer Meinung gesagt hast. Doch, ich denke, was ich gesagt habe, stand sehr wohl in unserem Antrag drin. Natürlich möchten wir die Entscheidung grundsätzlich den Schulen überlassen, aber wir haben auch explizit festgelegt, dass die Schule ihre Schüler in den Entscheidungsprozess mit einbeziehen soll. Hätten wir nicht gesagt, dass die Schule das von sich aus entscheiden soll, dann würden wir für noch mehr Unfreiheit sorgen, denn dann müssten wir jetzt ein Verfahren dafür festlegen in diesem Antrag. Dann an der zweiten Stelle hast du gesagt, dass unter Umständen in diesem Zeitraum gar kein Politikunterricht mehr da ist. Das stimmt nicht. In der 9. Klasse ist an allen Schulen verpflichtend Politikunterricht sehr wohl da. Danke. Ich bedanke mich erstmal dafür und ich möchte keine Antwort dafür geben, warum. Das entscheiden wir ja sowieso gleich, ob deine Meinung gut war oder schlecht oder eure Partei.